Willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Serie zu Gast bei. Und am heutigen Abend freue ich mich, zu Gast sein zu dürfen bei unserem Mannschafts-Olympiasieger, bei unserem Aachensieger, beim Weltcup-Finalsieger und darüber hinaus ist er unser Bundestrainer bei Otto Becker. Otto, tausend Dank, dass wir heute Abend hier bei dir sein dürfen. Sehr gerne. Wenn nicht nur ich Fragen stellen möchte, sondern wenn Sie auch von zu Hause ebenfalls mal eine Frage haben, die Ihnen auf den Nägeln brennt, was Sie schon immer einmal von Otto Becker wissen möchten, gar kein Problem. Und zwar in den sozialen Netzwerken kennen Sie, finden Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und wir werden dann natürlich einige von Ihnen wählen, die wir dann Otto Becker ebenfalls auch vortragen. Und dann unter allen Fragen wählen wir dann am Ende aus oder besser gesagt ziehen wir dann ein und der erhält dann auch einen handsignierten Klipmer-Horseimer, heiß begehrt. Wir sind hier, Otto, bei dir, bei deiner wundervollen Anlage hier in Albersloh ungefähr. 14 Jahre ist es her, da hast du sie hier erworben, mit deiner Gattin umgebaut. Und was ich über die ganze Zeit eigentlich immer festgestellt habe, es spiegelt auch deine Verbindung zum Jugendsport einfach wieder. Damals Andreas Kreuzer, junger Reiter. Momentan ist es Nils Kersten, der ist noch 18-jährig, ganz, ganz jung. Und natürlich auch deine Kinder, die diese großartige Anlage einfach mit Leben füllen. Und wir waren auch einmal ganz kurz und haben ein paar Eindrücke für Sie hier von der Anlage von Otto Becker gesammelt. Trainieren, Otto, ist das nach wie vor hier auf der Anlage auch mit deinen Kindern so ein Punkt, wo du sagst, meine Güte, da nehme ich mir immer Zeit für? Ja, auf jeden Fall, wenn es die Zeit zulässt und wenn ich da bin. Das natürlich liegt in der Natur der Sache. Im Sommer weniger bin ich mehr unterwegs, aber jetzt, ja, ab jetzt, wo die Nationenpreise rum sind, habe ich ein bisschen mehr Zeit und da werde ich natürlich auch öfter auf den Turnieren bei den Kindern dabei sein, ganz klar. Hauptthema soll natürlich am heutigen Tag bei uns auch sein, die letzten Monate, die letzten Wochen. Der letzte Monat stand ganz im Zeichen natürlich der Weltreiterspiele. Und auch da darf ich wirklich einfach nochmal Glückwunsch sagen. Hingefahren, da hieß es, meine Güte, wir wollen natürlich eine Medaille bekommen, wenn es dann nachher einfach auch so gut ausgeht, dass es eben zwei Medaillen gleich werden, dass es eine goldene und eine Bronze wird, einfach Glückwunsch. Ja, vielen Dank. War ein Traum für uns alle. Hat unsere kühnsten Erwartungen weit übertroffen und war echt ein Erlebnis, das, glaube ich, alle Beteiligten, die dabei waren, niemals vergessen werden. Letztes Wochenende, am letzten Samstag, war Simone Blum im aktuellen Sportstudio. Für mich eigentlich so eines der wichtigsten Sportsendungen, glaube ich, die es im öffentlichen Fernsehen einfach gibt. In der letzten Zeit waren sehr, sehr wenig Reiter im aktuellen Sportstudio. Ist das jetzt vielleicht sogar schon so diese erste Anerkennung für die Leistung von euch, die ihr errungen habt, in einer doch so normalerweise sehr, sehr fußballgeprägten Medienlandschaft? Ja, es wäre schön, gerade in diesem Jahr, wo wir mit einer sehr jungen Mannschaft, die vielleicht noch nicht so von den Namen her bekannt war wie sonst, als wir die letzten Jahre das hatten. Also es ist schön, dass diese Aufmerksamkeit da ist, auch für unsere Sportart. Und Simone hat es sportlich auch mehr als verdient, da zu sein, auch im Sportstudio zu sein. Was sie über die Woche da geleistet hat, auch die Art und Weise, das sucht schon seinesgleichen. Wenn man trotzdem ein bisschen die Zeitschraube einmal so ein bisschen nach hinten dreht, dann wollen wir ja vor ungefähr einem Jahr anfangen, oder besser gesagt im letzten Jahr wollen wir anfangen, bei den Europameisterschaften. Da wart ihr mit einem neuen Championat. Es waren zwei Rookies dabei, mit Laura Klapphake, mit Maurice Tebbel an der Seite von zwei Erfahrenen, mit Markus und darüber hinaus auch mit Philipp. Jetzt seid ihr mit zweimal Platz 5 nach Hause gekommen und trotzdem war man im letzten Jahr nach der Euro nicht unzufrieden.
Genau, wir wussten es erst gar nicht so richtig einzuordnen, aber mit 2 fünften Plätzen, wenn Markus in der Einzelwertung Fehler weniger, war er auch ganz vorne. Wir hatten 3 Neulinge. Philipp war zwar erfahrener, aber es war doch sein erstes Championat, das darf man auch nicht vergessen. Wo er aktiv dabei war. Er war schon 2-mal als Fünfter mit. Aber das erste Mal, wo er mitgeritten hat, Simone war als Fünfte mit. Und wir haben einen Weg begonnen nach Rio. Wenn wir die Rio-Mannschaft nehmen, von den Paaren war keiner mehr übergeblieben im Jahr darauf. Also letztes Jahr oder auch dieses Jahr. Christian Ahlmann, Daniel Deusernich, Ludger Beerbaum reitet keine Nationenpreise mehr. Von Meredith das Pferd wurde verkauft. Markus Ehning hat ein anderes Pferd, Cornado. Also wir haben einfach eine neue oder mussten auch eine neue Mannschaft aufbauen. Und jetzt hatten wir auch das Glück, das muss man auch sagen, Reiter zu haben, die nicht nur wollen, sondern die auch noch die Klasse hatten, die gut genug waren, auch im Parcours das zu Ende zu bringen, die ein Pferd hatten, was gut genug ist. Und so haben wir letztes Jahr angefangen, ein neues Team aufzubauen, schon in den Nationenpreisen. Und es gipfelte nachher in der Europameisterschaft eben in Göteborg, wo wir neben Markus Ehning mit 3 Neulingen und Simone Blum als Fünfte, also auch quasi 4 Neulinge, ein ganz junges Team hatten. Und wir aber gesagt haben, wir vertrauen denen, wir schenken ihnen das Vertrauen, wir wissen, dass die gut sind. Und es ist ja so, dass man auch als Bundestrainer oder das ganze Team, man denkt ja immer auch im olympischen Zyklus, also 4 Jahre. Aber das erste Zwischenziel war für uns die WM in diesem Jahr, nach 2 Jahren. Und es ist die erste Olympia-Qualifikation, es ist eine WM, es findet nur alle 4 Jahre statt. So dass wir eben letztes Jahr schon angefangen haben, dieses Team aufzubauen. Auch verschiedene Gedanken gehabt. Simone als Fünfte, die relativ neu dazu kam. Laura als Neuling, aber in Aachen noch nicht dabei beim Nationenpreis. Im letzten Jahr, die Pferde waren erst neu, sie war relativ neu. So haben wir eben uns Gedanken gemacht, haben die Reiter so eingesetzt, haben sie letztes Jahr zur Europameisterschaft geschickt, um Erfahrung zu sammeln. Und also wir haben letztes Jahr vieles auf den Weg gebracht. Jetzt war es dann trotzdem, als dann das WM-Jahr begonnen hat, also dass dieses Jahr dann im Endeffekt anfing, war es aber trotzdem nicht so, dass es immer nur mit ruhigem Schlafen im Endeffekt für dich war. Weil wenn wir die Nationenpreisserie dann einfach mal anfangen, es lief am Anfang nicht gleich so richtig rund. Das fing in Samorin, wir können die ruhig einmal durchgehen, das fing in Samorin, fing es an, da war Janne Meyer, da war Philipp dabei, da war auch Laura dabei, weil da war André Thieme mit dabei. Da sprang am Anfang erst einmal ein 8. Platz dabei heraus. Wird man dann schon gleich nervös oder sagt man dann, meine Güte, keine Angst, es kommen noch ein paar Herausforderungen, bis dann eben im September die Weltreiterspiele anstehen? Ja, also du sprichst es an, es war in der Tat eine schwere Zeit, wenn man es als Ganzes sieht. Wir haben uns natürlich Beginn des Jahres auch Gedanken gemacht, wie sieht die Saison aus. Ich sage immer, jedes Jahr hat seine besonderen Herausforderungen. Wann ist das Championat, wie ist der Turnierplan vorher? Und in dieses Jahr war es eben so, das Championat, das Hauptereignis war im September. Unter schwierigen klimatischen Bedingungen, das wussten wir, dass es sehr heiß wird, dass wir fitte Pferde brauchen, die wirklich auf dem Punkt fit sind. Und wir haben einfach auch wie jedes Jahr mit den Reitern das Gespräch gesucht und haben auch versucht, auch andere neue Pferde, andere neue Paare mit in diese Überlegungen einzubeziehen, um mit denen zu planen. Und dann war es eben so, wenn wir gerade das erste CSIO in Samorin, Ende April, war ja das erste Mal, dass da ein 5-Sterne-CSIO war. Eine traumhafte Anlage, muss ich sagen, erste CSIO. Wie auch gesagt haben, wir nehmen jetzt auch Reiter, die doch eine lange Winterpause gemacht haben. Das war damals Simone. Laura, Philipp Weißhaupt war dabei, mit Assatir hat er zur Verfügung gestellt bekommen, wo er in Stuttgart letztes Jahr Weltcup mit gewonnen hat. Und Janne Meyer mit Goya, die waren alle außer Philipp, alle 3 waren in Oliva, haben sich im März vorbereitet, hatten alle eine lange Pause mit den Pferden gemacht, sodass wir gesagt haben, das passt. Die können 1-2 CSIOs machen, können Hamburg vielleicht machen, danach nochmal eine kurze Pause und dann wieder Richtung Aachen, Richtung Championat. Also wir haben uns bewusst für die entschieden, für diese 3 Damen, als vierter Philipp dazu. Dann hat sich leider Alice blöd verletzt, sodass Simone ausfiel.
Dann ist André Thieme glücklicherweise eingesprungen, hat uns ausgeholfen. Holger Hetzel war als Fünfter dabei. Eigentlich hatten wir gute Runden, aber trotzdem standen wir eben nicht vorne. Und der Start im Jahr vorher, wo wir den Nationenpreis in Lummen gewonnen hatten, der war deutlich besser und beruhigender, weil dann hatten wir erstmal ein paar Punkte. Wir wussten von den 10 Mannschaften, 7 qualifizieren sich fürs Finale in Barcelona und 9 bleiben in der Liga und einer steigt sogar ab. Und dieses Jahr waren es 5 Nationenpreise, alle haben gezählt und wenn man so hinterher rennt, ist das immer schwierig. Also es war kein glücklicher Start. Es ging dann weiter, immer so, das ist ja ungefähr immer so ein Monatszyklus, den man dann hat. Es war im Mai, stand dann La Bol an und die Auswahl fiel dann auf Maurice, auf Markus Ehning und auf Familie Baerbaum. Was, glaube ich, da ein bisschen auch beeindruckend für mich war, war, dass Maurice dort eben auch schon einmal wirklich so ein bisschen so eine Hausnummer abgegeben hatte mit 2-0-Runden. War das schon mal so was, wo man dann sagte, meine Güte, da festigt sich auch was? Das heißt also jetzt nicht nur, was wir bisher gesehen haben, sondern gerade eben auch zum Beispiel unter so einem Druck eines Nationenpreises einfach 2 sehr, sehr starke Leistungen abzuliefern. Ja, das waren, wenn man das gesehen hat, auch gerade live 2 unglaubliche Runden, die er da abgeliefert hat. Aber Maurice, wissen wir, das ist ein Riesentalent. Das hat er oft genug bewiesen in jungen Jahren. Auch jetzt bei den Senioren, also das ist ein Reiter, wenn er so weitermacht, wenn er auf dem Boden bleibt, wenn er weiter hart arbeitet, genau wie alle, die im Team waren oder der eine oder andere noch, das sind die denen die Zukunft gehört. Und er hat das in La Bolle, du sagtest es, die Art und Weise, wie er diese Doppel-Null geritten hat, das war schon beeindruckend und hat uns natürlich sehr gefreut, dass er auf diesem guten Wege ist. Ja. Es ging immer weiter bergauf, muss man ganz ehrlich sagen. Es kam danach der Nationenpreis in St. Gallen in der Schweiz und es wurde der 4. Platz. Auch da war es aber wieder so ein bisschen in der 2. Runde musste ein bisschen mehr passieren. Das war auch generell so ein bisschen in diesem Jahr kam das schon mal vor, dass man im Endeffekt erstmal so ein bisschen ins Hintertreffen kam und dann in der 2. Runde musste man, beim Fußball würde man jetzt sagen, gab es in der Pause dann irgendwie so eine Gardinpredigt vom Bundestrainer oder wie schaffte man es, dass man einfach immer dann doch eine starke 2. Runde hat hinlegen können? Nein, die Reiter wissen das selber. Wir wissen das auch, aber manchmal läuft es einfach nicht so. Und wir waren froh, dass wir da noch ein bisschen aufholen konnten in St. Gallen. Generell muss man sagen, weil du sagtest im Monatstakt so ein bisschen, die ersten 2 Monate von Ende April bis Ende Juni war ich, glaube ich, jede Woche 5 Tage die Woche unterwegs. Wir hatten ein CSIO nach dem anderen. Wir hatten noch Rom dazwischen, was zwar nicht zur Serie gehört hat, aber trotzdem 5 Sterne war. Wir hatten die deutsche Meisterschaft dazwischen. Also es waren 8 Wochen, wo ich wirklich jede Woche 5 Tage unterwegs war, wo wir, ich glaube, 5 oder 6 Nationenpreise hatten. Auch das hat für uns diese eine Schwierigkeit im Kalender ausgemacht, dass alle unsere Nationenpreise, die wichtig waren, die gezählt haben für die Liga, die waren alle bis Ende Juni. Und wir wussten aber, wir müssen noch frische, fitte Pferde haben im September. Also das war schon eine Herausforderung. Und wir haben ganz bewusst, du hast es eben kurz angesprochen, wir haben geschwitzt, aber wir haben auch gesagt, wir lassen es ruhig angehen. Wir hatten auch noch das ein oder andere Paar, die gesagt haben, Mensch, ich würde gerne erst noch vielleicht 1-2 normale Turniere im Jahr reiten, erst in Hagen anfangen, vielleicht in München und dann erst in die Nationenpreise einsteigen. Gerade mit 9 oder jüngeren Pferden, die wollten wir auch nicht zu früh überfordern. So, dann hatten wir leider, wir sprachen eben von Samorin, La Bol, St. Gallen, wir hatten jeweils einen Ausfall. Wir mussten kurzfristig ersetzen, auch Meredith zum Beispiel war in La Bol gar nicht geplant. Die war erst in Rom geplant, sollte als 5. mit nach La Bol, um ein bisschen reinzukommen, um vor Rom, was wieder auf Rasen ist, wunderschön übrigens, war jahrelang auf Sand. Sollte in La Bol ein bisschen reinschnuppern, musste auf einmal auch einspringen. Also es lief nicht rund, die ersten Wochen und Monate, gerade der grünen Saison. Und jetzt spreche ich nochmal den nächsten Nationenpreis gleich an. Das war Sopot, auch wieder mit neuen Gesichtern, oder besser gesagt für in diesem Jahr mit neuen Gesichtern. Da war Hansi Dreher mit dabei, da war wieder Maurice mit dabei, dann aber schon, glaube ich, das erste Mal mit Don Diarado dann dabei. Dann war Jannen da mit dabei und aber Dennis Nielsen dann auch mit dabei. Du hast es angesprochen, es steht viel vor. Man nutzt einfach auch die Chance der Rotation, den anderen zum einen auch eine Chance zu geben, die anderen aber einfach auch ein bisschen einfach aus dem Druck rauszunehmen. Ja, auch eine Mischung. Sopot war direkt nach der deutschen Meisterschaft und
Mario Stevens, der deutscher Meister wurde, war als Fünfter mit. Das war zum Beispiel, Hansi Dreher war so ein Fall, der gesagt hat, Mensch, sein Pferd, er kennt es noch nicht so lange, lieber ein, zwei normalere Turniere und dann erst Nationenpreisturniere. So ist er mit nach Sopot und später mit nach Rotterdam als Fünfter gefahren. Janne ist kurzfristig eingesprungen, mit Goya war erst gar nicht geplant. Maurice auch mit Don Diarrado, haben wir gesagt, er fängt langsam an, es wird jetzt auch erst 9 Jahre. Dann kann er vielleicht mal in Sopot auf Sand, wo es doch ein bisschen einfacher ist wie auf Rasen, mein Nationenpreis gehen, um zu sehen, wie weit ist das Pferd schon. Aber wir wollten die Pferde auch nicht überfordern. So, und so hatten wir mit jedem Reiter, mit jedem Paar eben versucht, einen Plan zu machen. Haben ganz schön geschwitzt, weil wo die ersten Ergebnisse nicht gut waren, wir auch noch sowieso vielleicht nicht zu viele Alternativen, auch noch Ausfälle hatten Anfang der Saison. Also das hat, ich will nicht sagen schlaflose Nächte, aber wir haben uns schon Gedanken gemacht. Aber trotzdem stand immer im Fokus das Hauptziel WM. Wir haben gesagt, ruhig bleiben, irgendwann sind alle wieder fit, irgendwann sind sie da. Und unser Ziel ist es zum Beispiel dann zur WM. Ich denke da auch an Laura. Laura war auch so ein Fall, wo wir auch diskutiert haben, wo wir gesprochen haben. War in Oliva, hat noch eine kleine Pause gemacht, ist dann Samorin, Hamburg, hat dann noch mal eine 2, 3, 4 Wochen Pause gemacht und hat dann wieder in Balve angefangen, aber nicht, wie sie auch vielleicht gern wollte, deutsche Meisterschaft, Damen oder Herren, sondern ich habe gesagt, Mensch, bleib ruhig, das Jahr wird noch lang, fangen in der U25-Serie an, die ja auch in Balve ist, die ist uns, liegt uns ja auch sehr am Herzen, wo wir unsere jungen Reiter Chance geben, auf guten Turnieren zu reiten, mit einem Finale in Aachen. Ja, Laura ist nachher in Balve gerannt. Da kam auch Kritik, was macht eine Laura Klapphage, oder reitet Nationenpreise und reitet hier nach U25. Aber ich habe gesagt, langsam auch mal das Pferd, mal ein paar kleine Parcours reiten, das auch mal durchschnaufen kann, das nicht immer nur unter Druck ist und null reiten kann. Und ja, am Ende hat mir auch selbst die Klappe, wie ja der Vater heißt, mit dem ich darüber auch diskutiert habe, gesagt, Mensch, das war richtig. Das Jahr ist lang und das hat sich als die richtige Maßnahme herausgestellt. Also wir haben versucht, mit jedem Paar, das in Frage kommt, solche Pläne zu machen, die so einzusetzen, in Absprache natürlich mit den Reitern, wie wir es für richtig halten. Und ja, das ist nur ein kleines Beispiel der Planung, wie das auch für jeden Einzelnen auch übers Jahr war. Und wie gut es dann am Ende ausging oder wie gut es dann am Ende weiterging, das bestätigt das Ganze einfach. Weil dann war es Rotterdam, wo es dann auf einmal, ja, ich will einfach mal sagen, so den ersten Lichtblick einfach, was die Punkte anging, auf jeden Fall mit dem zweiten Platz, den es dort gab. Und zwar, da war Laura eben auch dann schon wieder mit dabei. Dann war Doppel-Null. Genau, da war Markus Ening mit dabei. Dann, glaube ich, war Markus, glaube ich, noch mit dabei. Markus Beerbaum war mit dabei. Und Philipp war dann, genau. Das erste Mal mit Conwall dabei, der dann wieder fit war. Vorher in Balve schon auch einmal ging, auch da schon zeigte, dass man das auf jeden Fall auch mit ihm in diesem Jahr zu rechnen ist. Genau, der hat in Wiesbaden angefangen, wenn ich es recht schnell habe, 2 kleine Springen. Hat dann in Balve den großen Preis geritten, also auch nicht deutsche Meisterschaft, um einfach langsam reinzukommen. Hatte eigentlich so ein bisschen das Glück dann, dass er in Rotterdam nicht erste Runde Nationenpreis reiten musste, weil wir 3 fehlerfreie Runden hatten. Also Markus Beerbauer, Markus Ening und Laura waren alle 3-0. Er hat dann die erste Runde nicht geritten und hat dann mit einer Nullrunde im zweiten Umlauf zu unserem zweiten Platz beigetragen. Und das war in der Tat für mich so ein bisschen der Wendepunkt, wo ich gedacht habe, Mensch, jetzt haben wir alle wieder an Bord, auch wenn es vielleicht noch bei Philipp ein bisschen holprig war, aber es ist normal, wenn Pferd leicht verletzt war, erste Nationenpreis. Aber man hat gemerkt, er kommt immerhin besser in Form. Parallel war nach der Verletzung Simone auf anderen Turnieren wieder unterwegs. Also Richtung Aachen hatten wir auf einmal wieder alle an Bord. Und für mich, ich habe das in Rotterdam, war für mich persönlich so ein bisschen der Wendepunkt, wo ich gedacht habe, Mensch, jetzt das Ruhigbleiben hat sich gelohnt. Der zweite Platz in Rotterdam war auch übrigens bitter nötig, weil wir hätten durchaus auch noch absteigen können. Wir haben da nie groß drüber gesprochen, mit den Reitern ja. Wir haben gesagt, Mensch, in Rotterdam müssen wir nochmal richtig Gas geben. Und als dann die Spanier 2 Wochen später in Falsterbo, die hätten besser sein müssen wie wir, also die hätten gewinnen müssen, die haben dann nicht gewonnen in Falsterbo, war erstmal klar, wir steigen nicht ab. Das war natürlich erstmal das Allerminimalziel. Das wäre natürlich auch schon was gewesen, wenn wir abgestiegen wären in diesem Jahr. Aber zwischendurch bestand die Gefahr, aber wie gesagt, unser Hauptziel war immer die WM.
auf dem Weg noch weiterhin zur WM ist das Großereignis und das ist Aachen, auch wenn das jetzt schon fast so ein bisschen Tradition hat, aber von ist es einfach so, es war wieder mal ein Fest, das muss man ganz ehrlich sagen. Und während wir jetzt über Aachen sprechen, haben wir jetzt die Chance, dass wir, glaube ich, auch noch ein bisschen die Einspieler haben, dass wir da einfach auch noch einen Teil einfach dieser Runden einfach auch noch mitverfolgen können. Dass Aachen was Besonderes ist, das wissen wir über viele Jahre. Du weißt es, der damit dran teilgenommen hat. Aachen, die Kulisse ist einfach ein Traum. Aber für euch zu bestehen, das ist dort bestehen, der Druck ist schon groß. Ja, das ist so. Und wenn man, ich sage immer, es ist Gänsehautatmosphäre, wenn man gerade den Donnerstagabend den Nationenpreis und den großen Rolex-Preis am Sonntag sieht, vor ausverkauftem Hause, das ist was ganz Besonderes. Das macht auch dieses Aachen so einzigartig. Und wir hatten im Vorfeld auch lange diskutiert, weil wir haben auch gesagt, wir bauen langsam auf. Wir haben Simone langsam aufgebaut und für uns war eine Riesenfrage. Nur so einmal vorher Nationenpreis geritten? Ne, Simone, nee, gar nicht. Also gar nicht Nationenpreis, gar nicht, bis dahin Nationenpreis geritten. Bis dahin für uns genau. War eine Frage, lassen wir Simone Nationenpreis reiten, ja oder nein? Und da war man in enger Absprache, auch mit ihr und auch mit ihrem Lebensgefährten Hansi. Ich bin auch nach Arnheim gefahren, habe das Pferd gesehen auf dem Weg nach Aachen. Sie war Wochenende vorher, hat noch ein Parcours in München geritten, um noch mal unter Rasen. Das haben wir im Jahr vorher auch so gemacht. Also eine Frage war, reitet Simone Nationenpreis oder nicht? Wenn es schief gegangen wäre, hätten wir, glaube ich, ein Problem gehabt. Deswegen haben wir uns das genau überlegt, aber Simone war sicher nachher. Und so haben wir gemeinsam entschieden, sie reitet. Und ja, Maurice hatte zwei Pferde. Laura war klar, dass sie auch reiten sollte, um Erfahrung zu sammeln. Sie hat das Jahr vorher nicht geritten. Und dann war auch die Frage, wir haben dann uns entschieden, Philipp Weishaupt, der ja auch über den Rolex Grand Slam noch Chancen hatte, ihm in Anführungszeichen freizustellen, aber ihm zu ermöglichen, sich auf den großen Preis zu konzentrieren. Ja. Er musste sowieso eine schwere Prüfung reiten, brauchte sich nicht qualifizieren, aber musste an einer schweren Prüfung teilnehmen. Und so hat er den Preis von Europa geritten. Und somit auch zwei schwere, ganz schwere Prüfungen im Endeffekt in ähnlichem Umfang auch gemacht. Für dich als Eindruck fast gleich als eben wie eben der Nation. Ja, Pferd ist top gesprungen in Aachen. Und die letzte Frage war zu den dreien eben, zu Laura, zu Simone, zu Maurice, der ja auch zwei Pferde hat. Nehmen wir den Hansi Dreher als Fünften, der ja als Fünfter dabei war, oder Markus Ening. Und ich hatte schon, muss ich ehrlich sagen, vorher auch ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, Hansi Dreher einzusetzen und zu testen im Nationenpreis. Mhm. Aber ich habe dann in Aachen gemerkt, gerade an dem Mittwoch, Simone und Laura, uns wäre es eigentlich lieber gewesen, sie hätten die Pferde in kleinen Prüfungen geritten und dann Nationenpreis. Aber beide wollten einfach am Mittwoch nochmal diesen Preis von Europa als Test. Mhm. Das glaube ich, da hat man doch gemerkt, einfach, sie haben noch nicht die Erfahrung wie ein Christian Ahlmann, wie ein Daniel Deuser, wie ein Ludger Beerbaum. Die hätten das so gemacht, so kannten wir das aus den letzten Jahren. Aber ich hatte eben das Gefühl, Mensch, diese beiden wollen nochmal reiten. Wenn ich jetzt noch den Hansi Dreher auch als Neuling in Aachen im Nationenpreis noch reinnehme, das wäre auch für alle anderen zu viel des Guten. Der Hansi hätte das absolut verdient gehabt. So habe ich mich dann doch entschieden, Markus Ening reinzunehmen. Und das war natürlich ein Abend für uns, der uns immer, auch ich habe es vorhin schon gesagt, in Erinnerung bleiben wird. Das war unglaublich. Die Woche war sowieso unglaublich. Aber der Nationenpreis nochmal zu gewinnen, jetzt erst, glaube ich, 8 Jahre gar nicht und jetzt 3 Jahre am Stück in dieser Atmosphäre mit dieser jungen Truppe. Also das war echt ein Erlebnis. Das war einfach sensationell. Wir gehen jetzt nochmal auf Philipp drauf ein und auf Conbell. Die waren dann eben auch nicht nur in Aachen gut, sondern das zog sich dann auch noch ein bisschen weiter. Es ging dann eben auch über Falkenswart. In Falkenswart war er wieder in einer wirklich Topform, das muss man ganz ehrlich sagen. Und dann wurde es im Endeffekt auch schon so, da mussten die Entscheidungen gefällt werden. Dann musste nun mal eben Entscheidungen gefällt werden. Und gut, das Team ist uns bekannt und was waren da deine Beweggründe? Ja, es ist so, es liegt natürlich auch ein bisschen dran, wann wir nominieren, wann ist der Nennungsschluss? Und die anderen Jahre war es oft so, dass direkt Montag nach Aachen Nennungsschluss war, so dass wir auch in Aachen nominiert haben. Dieses Jahr war es so, dass das Championat, die WM, 2 Monate später war. Und der Nennungsschluss war kurz vor Tryon. So, jetzt haben wir in den Kalender geguckt.
und haben natürlich auch den Moment gesucht, wo wir am besten nominieren können. Und in diesem Jahr war es so, dass einfach nach Aachen war Berlin, Global Champions Tour. Danach war London Global Champions Tour und danach war Falkenswart. Und dann eigentlich die nächsten Wochen waren nicht so richtig Turniere, wo wir neue Erkenntnisse gekriegt hätten, sondern es war auch schon mehr so, dass man sagt, Mensch, es geht Richtung WM. Und da kommen noch mal ein, zwei Turniere, wo wir die nominieren, dass die auch noch mal durchschnaufen können, zwei Wochen, dass sie noch mal ein kleineres Turnier reiten können, ohne Druck, einfach um die Pferde in Gang zu halten, wo auch die Pferde mal im Parcours nicht immer null reiten und auch die Anspannung zu haben, sondern einfach mal locker zwei Runden reiten. Und so war für uns eigentlich der Zeitpunkt nach Falkenswart, wo wir nominieren wollten. In wie schon gesagt, Berlin ging Coronado nochmal, Falkenswart ging ja auch nochmal von Markus Ening. Simona hat nochmal in Holland ein Turnier geritten. Cornwall sollte nochmal, den wir ja wenig gesehen hatten, sollte auch nochmal Falkenswart gehen. So dass wir gesagt haben, wir müssen sowieso uns irgendwann einmal offiziell auch vom Springausschuss zusammensetzen, offiziell nominieren oder eine Telefonkonferenz, sodass wir uns in Aachen schon verständigt hatten, dass wir uns in Falkenswart treffen, dass wir da alle Pferde angucken und danach, wenn möglich, unter Umständen eben eine Entscheidung treffen. Und so kam das dann auch. Das Thema mit Philipp, ich weiß eben, Philipp anstand ein bisschen im Raum, Calgary als Vorjahressieger, Grand Slam noch, ob er nach Calgary geht. Darüber hatte ich mit Ludger in Aachen ein sehr gutes und langes Gespräch, wo wir gesagt haben, wir sammeln jetzt alle Fakten, haben alle Möglichkeiten durchgesprochen, die kommen können und haben uns auch eben auf Falkenswart abgestimmt, wo ich sagte, wir kommen da hin, gucken uns das an und werden dann sprechen. So war es dann auch. Peter Hoffmann, Michael Rüping, Rainer Engemann, Jan-Hans Wackemarkers und ich waren in Falkenswart, haben uns die Prüfung angeguckt, haben uns dann zusammengesetzt und haben dann mit Ludger ein Gespräch geführt. Und es war eben dann so, dass wir eben gesagt haben, Philipp wird nominiert unter der Prämisse, dass er eben nicht nach Calgary geht. Weil wir haben gesagt, eine Woche vorher ist das für uns keine optimale Vorbereitung, wenn ein Pferd nach Calgary geht. Ich war oft genug in Calgary. Ich weiß, wie schwer das da ist. Und ja, so haben wir uns eben entschieden. Haben das auch Ludger so unterbreitet. Er hat sich dann so entschieden, dass Cornwall eben nach Calgary geht. Das war für uns alle, ich glaube, für Ludger, für uns und am allerschwersten, glaube ich, für Philipp, der diese WM, denke ich, auch gerne geritten hätte. Vor 8 Jahren war er als Fünfter dabei, als wir schon mal in Amerika, in Kentucky waren. Aber Ludger hat sich so entschieden, er ist sonst ein absoluter, der als Reiter immer für die Mannschaft da war. Ich kann ihn immer anrufen, wenn ich Not habe. Er schickt immer einen seiner Reiter, oft über Jahre. Aber da hat er sich leider anders entschieden. Aber das haben wir akzeptiert, aber wir haben uns da von unserem Weg nicht abbringen lassen. Was schwer war, muss ich auch sagen, man macht sich da auch Gedanken und hofft natürlich, dass alle gesund bleiben, dass nichts passiert mehr bei den Pferden, weil, wie gesagt, wir hatten eine dünne Decke. Und haben dann die 4 nominiert und haben dann Hansi Dreher als 5. nominiert und ja, haben uns dann langsam vorbereitet Richtung Tryon. Es waren auch aus den Weltreiterspielen waren auch einige, die eben auch eben in Kanada zuvor waren. Eben auch der Sieger zum Beispiel, der ja auch danach noch die. Die bauten dann auch ab. Also man merkte dann im Endeffekt auch schon, dass wenn wirklich kurz vorher wirklich diese ganz, ganz schwere Piste man vor sich hat, dann ist es einfach schwierig, so ein Event, was einfach über mehrere Tage geht, dann einfach auch nach wie vor diese Höchstleistung also zu verbringen. Also eure Idee, die ihr hattet, dass ihr gesagt, meine Güte, wenn, dann soll es auch einer sein, der eben sich nicht im Vorfeld noch mal schwächt, vielleicht einfach mit einem Parcours, wie es einfach dann in Spruce Meadows einfach gibt. Vielleicht wäre es auch gut gegangen, aber wir wollten eben das Risiko nicht eingehen, sondern wir haben immer gesagt, das war auch unsere Philosophie der letzten 10 Jahre. Und das muss ich auch sagen, das haben die Reiter immer mitgemacht. Die haben immer die letzten Jahre, ob das vor Rio Olympiade war, ob das all die anderen Jahre waren, die haben immer ihre Hauptpferde wirklich gezielt Richtung Championat eingesetzt. Also da kann ich den Reitern nur ein Kompliment machen. Allen, die in den 10 Jahren, wo ich jetzt verantwortlich bin, in den Mannschaften waren, das war immer der Fall. Und wir wollen es auch dieses Jahr so machen. Und deswegen wollten wir dieses Risiko nicht eingehen. Wir haben eben, wie ich gesagt habe, das war für uns keine optimale Vorbereitung. Und wir wollten uns optimal vorbereiten, auch in dem Wissen, wie die Temperaturen in Tryon sind. Es sind schwere Tage, es geht die ganze Woche. Die Pferde müssen 5 Parcours gehen bis zum Ende. Und ja, wir wollten, wie gesagt, frische Pferde haben. Und deswegen diese Entscheidung. Und die war, wie gesagt, für uns alle sehr schwer.
Ein Riesenkompliment aussprechen, hast du gerade schon gesagt. Ein Riesenkompliment aussprechen muss man auch einer Person, die dann eben solche Strapazen mit auf sich nimmt und sagt, meine Güte, ich fliege rüber, ich mache alles, wohlwissend, dann aber eben auch vielleicht am Ende eben nicht am Start zu sein. Wir reden eben vom fünften Mann. Ja. Dieses Los, das traf in diesem Fall eben Hansi Dreher. Wie wichtig ist so ein fünfter Mann, der eben nicht zum Einsatz kommt, aber trotzdem, glaube ich, einfach auch einen engen Kontakt einfach mit der Mannschaft hat, immer präsent ist? Und was hat der für eine Funktion? Ist unglaublich wichtig. Ich habe es auch schon erlebt. Ich war auch schon als Fünfter mal bei einer EM San Patrignano. Viele waren das schon mal, und es ist auch dann eine Charakterfrage, ob ich mich dann auch in den Dienst der Mannschaft stelle. Uns ist das immer sehr wichtig, dass wir eine Mannschaft, dass wir ein Team haben. Wie gesagt, das haben wir zum Glück die letzten 10 Jahre immer hingekriegt. Wir hatten immer eine Mannschaft, immer ein Team. Es gab auch Diskussionen, aber meist im Vorfeld, oft. Es gab auch sehr starke Diskussionen. Aber wenn nominiert war, ich sage auch immer, es muss ein Strich gemacht werden. Da muss man sich zusammensetzen im Trainingslager. Und dann haben wir alle gemeinsam ein Ziel. Und das haben wir hingekriegt. Das haben wir auch in diesem Jahr hingekriegt. Und bei der Gelegenheit möchte ich auch mal ganz generell auch da auch mal Danke sagen. Nicht nur bei Heiner Engemann und Jan-Heinz Wagemagers, die da sicherlich am nächsten dran sind, sondern auch der ganze Springausschuss, Peter Hoffmann als Vorsitzender, Michael Rüping, der im Hintergrund auch mit Fachwissen glänzt, der kritische Fragen stellt, auch zu mir, auch zu uns, was ich auch gut finde. Die hinterfragen uns, die hinterfragen die Leistung, die Nominierung. Ich als Bundestrainer schlage vor, aber wir beraten uns da über das ganze Jahr. Und Peter Hoffmann, die Jüngeren kannten den noch nicht so, aber die haben auch gesagt, nach 3 Jahren, Mensch, wie der so positiv wieder für die Mannschaft, wieder für den Sport da ist, das ist sensationell. Und wir können auch nicht arbeiten ohne diese Leute. Die FN schafft da super Rahmenbedingungen und das DOKR. Aber da, also an der Stelle möchte ich mal die Gelegenheit nutzen, da auch mal echt ein großes Danke zu sagen. Auf die Frage zurückzukommen, Hansi Dreher, zusammen mit seinem Pferdepfleger Stefan. Die haben einen sensationellen Job in 3 Jahren. Das haben alle, die dabei waren, gesagt, alle Reiter, alle Pfleger. Der Stefan im Stall, der war nicht sauer, weil er Fünfter war und hat gehofft, da fällt einer aus, sondern der hat mitgeholfen. Sein Koffer kam nicht, der kam, glaube ich, am letzten Tag, nachdem wir 10 Tage da waren, kam sein Koffer an. Da hat man kein Wort gehört, und der Hansi genauso, ein absoluter Teamplayer, und da kann ich nur den Hut vorziehen und wie die beiden sich da verhalten haben. Also Chapeau, muss ich ehrlich sagen, haben alle gesagt, und wir haben auch im Vorfeld gesagt, dafür, dass er als Fünfter mitgeht, er geht mit nach Barcelona, hatte seine Einsatzgarantie, ist jetzt in Oslo, Helsinki, ist für Stuttgart gesetzt fürs Weltcup-Springen, dass er auch einen kleinen Ausgleich hat. Weil es ist ja nicht selbstverständlich, Pferd, Pfleger, Reiter gehen 10 Tage nach Amerika, waren vorher im Trainingslager 3 Tage, sind 2 Wochen. Da gehen auch Einnahmen, gehen auch verloren. Weil die normalerweise werden sie auch sonst auf Turnieren, das sind natürlich einfach auch große Ställe, die natürlich auch eine gewisse Finanzierungssicherheit auch haben müssen, auch diese Einbußen. Aber da sage ich Hut ab, wie die sich da verhalten haben. Aber das zeigt dann auch ein Team. Und da muss ich sagen, alle auch echt ein großes Danke. Wenn nicht alle mitziehen, können wir es auch nicht anders machen. Ohne andere Championatsteilnehmer bisher einfach im Hintergrund oder in Frage zu stellen, war in diesem Jahr ein ganz besonderer Teamgeist? War es irgendwie vielleicht auch aufgrund eben der unterschiedlichen Altersstrukturen, die wir hatten, einfach ein anderes, neues Gefühl einfach auch da? Es war ein neues Gefühl, aber ich will nicht sagen, weil es ein besserer Teamgeist war. Der Teamgeist war super, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sind ja auch Teams im Team, wenn ich mal die einzelnen Reiter sehe. Markus Ening macht das ein bisschen für sich. Das ist ja auch ein alter Hase. Wenn ich die Teppel sehe, da ist die ganze Familie dabei. Mit René, der wirklich das Ganze begleitet im Training oder auf dem Turnier. Wenn ich die ganze Familie Klapphake sehe, da ist Franke zu Hause, der da trainiert. Wenn ich Simone sehe mit ihrem Hansi, was das ein Team ist, wie die sich gegenseitig echt super ergänzen. Der Hansi auch so ein bisschen Einzelkämpfer, aber ich glaube, es hat ihm auch als Reiter, als Mensch gut getan, im Trainingslager zu sein, zu sehen, wie die anderen reiten, wie die anderen trainieren. Da lernt man viel, da kann man auch viel mitnehmen. Aber insgesamt glaube ich, wie schon gesagt, wir hatten die letzten 10 Jahre immer Teams, auch wie die alten Hasen dabei waren. Die haben sich echt in den Dienst der Mannschaft gestellt. Dies Jahr war es vielleicht was Neues, was Besonderes, weil es war ein junges Team, das erste Mal auf Weltreiterspielen waren, die das erste Mal in Amerika waren auf so einem Event, was auch noch was Besonderes ist.
Es ist nicht im Nachbarland, wie nächstes Jahr ist die Euro in Rotterdam, sondern wir waren in Amerika. Und vielleicht war es deshalb was Besonderes und was Neues, auch für uns eine andere Herausforderung. Ich brauche einen Christian Ahlmann oder einen Marco Kutscher, die sonst immer Startreiter waren, dem brauche ich nichts erzählen. Die gehen rein, die gehen ihren Parcours ab und da brauche ich kein Wort mehr verlieren. Die wissen, was sie zu machen haben. Aber das ist auch mit den jungen Leuten anders, die noch nicht so die Erfahrung haben. Wir haben versucht, im Vorfeld darauf einzugehen. Und es ist auch schwierig. Man muss einerseits die Teams zusammenlassen, die wissen ja, die kennen sich. Andererseits, wenn wir das Gefühl hatten, wir können da noch was einbringen, haben wir das getan. Also da die richtige Mischung zu finden, ist nicht immer einfach. Aber gut, am Ende ist es auch unser Job und wir sind trotzdem natürlich froh, dass es so ausgegangen ist. Jetzt wollen wir so ein bisschen das Prozedere einmal so ein bisschen durchgehen. Zeitspringen steht an. So, nach dem Zeitspringen kommt erstmal der 8. Platz dabei heraus. Wie war die Stimmung, als das Zeitspringen zu Ende war mit allen? Ja, gar nicht so schlecht. Im ersten Moment waren wir nicht erschrocken, aber klar, gerade mit Laura, mit der Verweigerung an der Mauer, die sie so ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht hat. Aber wir haben gleich gesagt, Mensch, das liegt nahe zusammen und das haben wir auch gesehen. Also es war die erste Runde. Und die Stimmung war schnell wieder gut. Pferde sind trotzdem alle gut gesprungen. Das war auch der Eindruck zum Beispiel, den ich im Trainingslager hatte. Also ich war eigentlich relativ optimistisch. Ich habe immer gesagt, wir haben Qualität, uns fehlt ein bisschen die Erfahrung. Aber ich hatte im Trainingslager eigentlich ein richtig gutes Gefühl, weil alle Reiter waren gut drauf. Wir haben sie ja letztes Jahr schon gesehen. Man lernt sie am besten kennen auf den Nationenpreisturnieren oder wenn man sie eben mit so einem Championat begleitet, auch im Trainingslager. Man sieht sie, wir haben sie letztes Jahr gesehen und ich fand das gut. Ich fand gut, wie die Reiter drauf waren, ich fand gut, wie die Pferde drauf waren und ich bin eigentlich sehr optimistisch nach Dreyung gefahren. Und ja, also es war kein Beinbruch, wir haben gesagt, Mensch, es ist die erste Runde und da wird noch viel passieren. Passierte ist gleich ganz, ganz viel und so war es dann natürlich auch gleich nach der nächsten Runde, sprich die erste Nationenpreisrunde, drehte sich das Blatt relativ schnell mit Nullrunde von Simone, mit dem einen Zeitstrafpunkt dann eben von Laura. Dann kam Maurice mit seinen 9 und Markus mit seinen 8. Das war ja so ein bisschen was, wo es bei mir eigentlich so ein Punkt war. Da hieß es zwar erst einmal, wir back in the race, ne, weil es sich natürlich einfach auch ein bisschen geändert hatte. Hattest du nach den 2 Abwürfen von Markus so dieses Gefühl, dass du sagst, meine Güte, den Parcourschef fand ich ein bisschen komisch? Also bei mir war es so, dass ja gerade Zeitspringen fand ich okay, aber gerade diese Punkte fand ich für mich sehr, sehr schwer. Die war sehr schwer, insbesondere die letzte Linie. Die war auch, glaube ich, nicht so gedacht, aber es kam viel zusammen. Es war, wie gesagt, es war heiß, wobei die gut trainierten Pferde, die haben es bis zum Schluss, selbst nationenweise im Stechen sind die Pferde alle super gesprungen. Mhm. Aber die letzte Linie, die war schon schwer. Trippelbare, dann die Distanz war ein bisschen vorwärts mit diesen Farben, mit diesen längs gestreiften Stangen, mit dem Wasser drunter, Steilochser, was eigentlich eher ein bisschen eng war. Also die letzte Linie, der Steilsprung danach, das war schon schwer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mal den Vergleich ziehe zwischen Rio und Tryon und auch den Aufbau, der Alan Wade hat einen super Job gemacht. Auch wenn gerade diese Runde vielleicht die schwerste war, wir haben trotzdem wenig schlechte Bilder gesehen, auch wenn es viele Fehler gab. Und uns hat das in Rio überhaupt nicht in die Karten gespielt, dass die erste Runde viel zu leicht war, als wenn sie fast gar nicht da war und alles auf eine Runde die Entscheidung fiel. Also ich fand dieses besser, wo wirklich anspruchsvolle Runden waren, auch wenn vielleicht die Schlusslinie ein Tacken zu schwer war vielleicht im ersten Nationenpreis-Umlauf. Aber das hat uns in dem Fall in Rio nicht, aber hier ein bisschen in die Karten gespielt, sodass wir erstmal mit 2-0 Runden, was ja auch nicht selbstverständlich ist, auch wenn Simone ersten Tag 0 war, als Neuling trotzdem erste Nationenpreisrunde, so ein schweres Parcours, der war halt einfach deutlich, jeder Sprung war ein, zwei Loch höher, wie das Zeitspringen, so eine Nullrunde hinzulegen. Und auch Laura, die ja schon, wo wir doch eine kleine Schrecksekunde an der Mauer hatten, es war sofort wieder eine Mauer drin, das war für Laura durchaus auch eine kritische Situation. Aber das hat sie auch reiterlich super gelöst, wie sie das gemacht hat.
Und Maurice hat super geritten auch, hat vielleicht die Trippelbach ein bisschen überritten, aber durch dieses bisschen Überreiten kamen diese zwei Fehler, weil diese letzte Linie muss man im Zusammenhang sehen. Entweder auch die Trippelbach richtig reiten und dann zurück oder eben ein Mehr, was er eigentlich vorhatte. Dafür hat er die Trippelbach zu doll angeritten. Aber das war ein Moment aus der Ecke, eine kleine falsche Entscheidung getroffen. So sind diese zwei Fehler gekommen und Markus Ening dasselbe. Aber trotzdem haben wir uns auf dem dritten Platz vorgearbeitet und haben doch gemerkt, hallo, hier geht noch was. Hallo, hier geht noch was. Und das war dann natürlich einfach die entscheidende letzte Runde. Wenn man das Gefühl hat, hallo, hier geht noch was, dann ist natürlich so ein bisschen dieses Kämpferische. Dann will man einfach auch noch ein bisschen was rumbiegen. Und das hat super geklappt. Wieder Simone mit einer Nullrunde vorgelegt. Dass das einfach so ein Einstieg in die jeweiligen Runden, das motiviert die anderen auch. Gleich der Fehler war es dann im Endeffekt dann noch von Laura. Maurice in diesem Falle, die 5 Punkte, die er hatte, und Markus zum Ende noch mal mit einer phänomenalen Nullrunde. Und auch hier haben wir glücklicherweise auch noch mal so einen kleinen Zusammenschnitt von dem Ganzen. Wir werden gleich natürlich auch noch über die Einzelsituationen den Einzeleinsatz von Simone reden. Alice, das Springen, das war schon bombastisch. Ja, das war unglaublich, wie sie die ganze Woche durchgezogen hat, auch das Pferd. Ich glaube, sie hat nach dem dritten Tag draußen noch gepuckelt nach dem Sprung. Also die hat sich auch super wohl gefühlt da, das hat man ja auch an den Leistungen gemerkt. Also es hilft natürlich, wenn natürlich erstmal so ein Nuller vorweg ist wie Simone. Deswegen, ich sprach eben von Marco Kutscher oder von Christian Ahlmann, die sonst sehr oft angefangen haben. Wenn man da alte Hasen hat, hilft das natürlich, aber Simone besser als sie kann man das nicht machen. Und wir sehen hier Maurice, er hat auch super geritten. In der Dreifachen merkt man doch, dass dem Pferd noch ein bisschen die Erfahrung vielleicht fehlt an der einen oder anderen Stelle. Phänomenal war Erfahrung, finde ich, bei Maurice. Der hat natürlich in der Jugend, glaube ich, nicht ein einziges Championat ausgelassen, was Europameisterschaften anging, weil er einfach als Junger schon so gut war. Das kommt ihm jetzt einfach zugute. Das ist einfach kein Rookie, sondern das ist einfach nur, das ist schon ein junger Kerl, aber trotzdem mit viel Erfahrung eben im Juniorenbereich. Das stimmt, aber trotzdem ich habe es vorhin gesagt, diese drei, die wir hier dabei hatten, Laura, Simone und Maurice, die bringen es auch zu Ende im Parcours. Wir haben auch andere, die jedes Jahr dabei waren. Aber die drei, das ist schon auch vom Reiterlichen, das ist schon was Besonderes. Und wie gesagt, jetzt haben sie auch die passenden Pferde gehabt. Das hat uns natürlich geholfen. Erfahrungen hatten sie, aber nicht auf diesem Level, aber trotzdem Championaten. Das hilft gar keine Frage. Aber es müssen viele Dinge zusammenkommen, dass am Ende so eine Medaille rausspringt. Alle müssen gut drauf sein, Pferde, Reiter, es muss passen. Und am Ende brauchen wir auch noch das nötige Quäntchen Glück. Und das hatten wir, aber ich finde es mir auch verdient. Genau so war es. Er kämpft auf jeden Fall, er arbeitet was. Gerade wir haben es jetzt relativ lange angesprochen, einfach diesen Weg dahin, sich viel Gedanken gemacht. Und wenn es dann im Endeffekt funktioniert, dann hat einfach viel gepasst. Genau, du hast eben gesagt, Markus Ening noch mal zum Schluss mit dieser Runde, also phänomenal. Was er auch die letzten, wir kennen ihn ja schon lange, aber ist immer ein Vorbild für ganz viele. Das hat mir auch geholfen, dass es Markus Ening ist, der sich letztes Jahr schon dieses Jahr total in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, der gesagt hat, er fängt an im Nationenpreis, er hört auf, er reitet da, wo er gebraucht wird. Und auch beim Parcours abgehen, hilft er den anderen auch, weil die ihn, ist ein Vorbild, die haben Vertrauen zu ihm. Und wenn er da ist, das hilft denen natürlich. Und wenn er dann auch er guckt meistens auch die Ersten an, wie sich eine Distanz reitet, die erlaubte Zeit ist. Und wenn er dann nochmal zum Abreiteplatz kommt und dann nochmal einen letzten Tipp gibt, das gibt dann einfach Vertrauen und das braucht man ja auch. Also es war wirklich ein Team, was da am Start war. Das hat Simone bis dahin Nullrunde um Nullrunde gedreht. Das war ein phänomenaler Einstieg. Jetzt hieß es Nerven ja behalten. Jetzt ging es ja wirklich jetzt darum, dass die Situation, die sie sich bis dahin erarbeitet hatte, jetzt ja nicht durchzuziehen, aber beizubehalten. Das ist ein Druck, kennen wir alle oder kennen viele wahrscheinlich von uns, aber in diesem Ausmaß wahrscheinlich dann doch nicht. Das ist enorm.
Hinzu kam eine Alice bei dem ersten Zeitspringen, kann ich mich noch daran erinnern, da kam die ein-, zweimal wirklich einfach auch ans Holz. Die war so an, die war so in dem Geschehen, da kam sie noch dran. Dann steigerte die sich aber von Runde zu Runde immer mehr. Die wurde jede Runde, die wurde nicht müder, sondern im Endeffekt wurde sie konzentrierter und besser. Also besser konnte es für die beiden fast nicht laufen. Das ist so. Und das Pferd ist unglaublich gesprungen. Ich finde, Simone hat es auch unglaublich gemacht. Selbst dann als Letzte zu reiten, das ist auch für einen alten Hasen, ist das einfach Druck. Das ist eine Nervenbelastung, der muss man erst mal standhalten. Und wie sie das gemacht hat, auch selbst nach der zweiten Runde, manchmal, sie geht so ein bisschen nach rechts, Alice, und es waren auch zwei Kurven, wo man aus der Rechtskurve noch einen Sprung und der Mensch versucht, ein bisschen noch einen Schlenker nach links zu machen, dass du nicht zu weit in der Innenbahn bist. Und das hat sie so cool auch im Detail noch geritten, Simone, auch in der letzten Runde, als hätte sie nie was anderes gemacht. Also das war wirklich, ich habe gesagt, das ist der Hammer, wie sie das gemacht hat, und das war sowas von verdient, das war's. Aber wenn man das Pferd die ganze Woche gesehen hat, auch im Training schon, das war richtig gut, das Pferd war richtig gut drauf, Simone war richtig gut drauf, und wenn man auch das Abreiten gesehen hat, das war alle fünf Prüfungen dasselbe. Mhm. Es war natürlich auch viel Platz, an der Stelle will ich auch mal sagen, es wird Bedingungen ja viel waren nicht so, wie wir es gedacht haben. Aber können wir in Ruhe nochmal besprechen. Wir haben erst auf dem großen Abreiteplatz in Ruhe ein paar kleine Sprünge gemacht, sind dann auf den letzten Abreiteplatz und wie gesagt, das Pferd hat gebuckelt, das Pferd war gleichmäßig, sie ist ja schon manchmal fast über ehrgeizig. Und das war echt, das war unglaublich zu sehen, wie die beiden das da über die fünf Tage gemacht haben. Auch das haben wir jetzt noch mal einmal ganz kurz in kleinen Ausschnitten, die Großfinalrunden dann eben noch von Alice. Wir haben es vorhin auch schon angesprochen, es ist jetzt auch, jetzt sind es nur noch wenige Stunden fast, dann heiraten die beiden, Simone und Hans-Günther Goskewitz, die sich jetzt schon auch über einen, da sehen wir, wie er sich natürlich mitfreut. Auch er ist auch ein bisschen mit an dem Erfolg, muss man ganz ehrlich sagen, auch ein Teilhaber für mich, was die in den letzten Jahren gemeinsam, allesamt gemeinsam geschaffen haben. Das ist beeindruckend. Ja, das ist auch gewachsenes Vertrauen, was dann auch in so Situationen rauskommt. Wie du sagst, der Hansi hat das Pferd entdeckt, hat gesagt, Mensch, Simone, ihr beiden, ihr passt zusammen, hat das richtig erkannt. Und die sind einen langen Weg über mehrere Jahre gemeinsam gegangen, wurde deutsche Meisterin bei den Amazonen, bei den Herren, kam letztes Jahr eben ins Team als Fünfte, war dieses Jahr erstmal in Aachen dabei. Und dieses gewachsene Vertrauen, das braucht man und das hat man gesehen in diesen Situationen. Und auch das Team passt, wie ich schon sagte, es ist gewachsen. Die beiden passen unglaublich gut zusammen, ergänzen sich gut zusammen, auch mit welcher Ruhe Hansi ja draußen am Sprung steht, überträgt diese Ruhe auch auf Simone, also ein ideales Team, die beiden. Kein großer Stall, sonst, sondern das ist ein Privatstall, was sie zu Hause machen, trotzdem aber einfach in der Lage, nicht nur in der großen Welt mitzumischen, wie wir jetzt gesehen haben, sondern denen einfach mal zu zeigen, wie es richtig geht. Da ist das Schöne, dass das so geht, auch vielleicht Motivation und Ansporn für andere. Wobei, das ist ja immer ein bisschen eine Diskussion in Deutschland. Wir hatten das die letzten Jahre mit Carsten Otto Nagel, mit Janne Meyer, die ein Pferd hatten, die sich nur auf das Championat konzentriert hatten. Jetzt Simone oder Laura ähnlich. Aber trotzdem, glaube ich, ist nicht kriegsentscheidend, ob jemand viele Pferde hat, wie unsere, sag ich mal, etablierten Reiter und fast jede Woche unterwegs sind, oder ob sich jemand mit einem Pferd auf Championat konzentriert. Wichtig ist, wie die Pferde, die Top-Pferde eingesetzt werden. Und das hatte ich vorhin schon gesagt, auch die anderen Reiter, die deutlich mehr unterwegs sind, mehr Turniere reiten, die haben trotzdem die letzten Jahre ihre Championatspferde immer zielgerichtet auf Championat eingesetzt. Und da ist es, finde ich, jetzt nicht kriegsentscheidend, ob man viel oder wenig Turniere reitet. Wichtig ist, dass man die Pferde gut managt, dass die Pferde in der richtigen Dosis, die müssen ja gehen, die müssen Wettkampf Praxis haben, die dürfen aber nicht zu viel gehen. Also das halte ich für entscheidender, als ob einer das eine oder das andere System fährt. Jetzt habe ich einiges an Fragen gestellt. Jetzt kommen glücklicherweise auch mal unsere Zuschauer zu Worte mit den Fragen. Und da steht, was macht den Job des Bundestrainers zu dem Job? Da meine ich jetzt wahrscheinlich zu einem Job, den man wahrscheinlich einfach gerne macht, der einfach so viel Freude macht. Den muss man gerne machen, weil sonst, glaube ich, braucht man das nicht machen. Es ist sehr intensiv. Ich habe aber das Glück gehabt, ich bin ja gelernter Winzer. Mein Hobby
zum Beruf zu machen als Reiter und bin irgendwann reingewachsen in den Sport sowieso. Hatte überhaupt nicht geplant, Bundestrainer zu werden, habe sogar immer gesagt, nein. Aber ja, als vor 10 Jahren die Anfrage kam, habe ich mir auch überlegt, Mensch, in dem Jahr wurde ich 50, habe eigentlich sportlich fast alles erreicht gehabt und den richtigen Moment zu finden, aufzuhören, ist auch nicht so einfach. Und dieser Job hat mir auch die Gelegenheit gegeben, im Sport zu bleiben, der mir doch ans Herz gewachsen ist. Und insofern habe ich das angenommen, ist sehr intensiv. Es ist eigentlich auch im Urlaub immer, wenn wir sind, jeden Tag 1-2 Stunden Telefon und man ist immer auf Achse, man ist immer am Telefon. Aber das muss man auch. Also die Reiter rufen in der Regel nicht an, nur wenn sie was zu meckern haben oder wenn sie irgendwas wollen. Aber man muss auch bereit sein, dann hinterher zu gehen, die anzurufen, den Kontakt zu suchen. Das ist viel Kleinkram, aber es macht riesigen Spaß. Und ja, das hat mich dazu bewogen, das anzunehmen. Und wie gesagt, ich bin nach wie vor im Sport. Deshalb schließt sich gleich die nächste Frage an. Wie viele eigene Pferde reitet ein Otto Becker denn noch? Wo soll der denn noch Zeit finden, nebenbei auch noch zu reiten? Ja, also im Sommer wenig, da reite ich auch mal 3 Monate gar nicht. Ab jetzt ist Barcelona rum, Nationenpreisfinale, die Nationenpreise sind rum, jetzt habe ich wieder mehr Zeit. Also ich denke, jetzt möchte ich auch so 2-3 Mal die Woche vielleicht 2 Pferde reiten. Also das schon sehr gerne, tut auch meiner Figur übrigens gut. Und macht dann auch nach wie vor viel Spaß. Macht nach wie vor viel Spaß. Ich habe ja auch 3 Töchter, die reiten. Hab, wie du sagst schon, Nils Kersten, wir haben noch eine Schwedin hier, die reitet. Haben ein paar Pferde und da ein bisschen zu helfen, den jungen Leuten zu helfen. Das hat mir, du hast auch gesagt, Andreas Kreuzer war hier, Kaya Lütti war hier. Das macht Spaß, die sind wissbegierig, die können viel lernen und vielleicht kann ich da ein bisschen helfen und mir selber macht es auch Spaß. Eine interessante Frage ist dann auch noch, was waren die letzten Worte, die du dem deutschen Team mit in den Parcours gegeben hast? Gibt es da noch irgendwie so, dass wenn einer reinreitet, sagt mit hau rein oder gibt es irgendwie was anderes, was ein Otto Becker denen dann noch zuflüstert? Nein, gibt es nichts Spezielles. Wie gesagt, ich versuche auch so ein bisschen, oft bin ich da mehr Manager wie Trainer, weil unsere alten Hasen, die kennen ihr Geschäft. Jetzt die Jüngeren dieses Jahr, da ist René dabei, da war Hansi dabei. Also ich gehe jetzt in der Regel eher zu Hansi hin und sage, Mensch, Simone soll da aufpassen, weil er immer das an Simone weitergibt. Mhm. Also diese Routine soll ja auch da bleiben und ich will da nichts durcheinander bringen. Und oder bei René, also es gibt da kein Schlüsselwort, sondern wichtig ist, glaube ich, gerade auf Championaten, das stellen wir immer wieder fest, ist auch im Jugendbereich ein Riesenthema, kann man an der Stelle ruhig auch mal sagen, gerade bei Nationenpreisen und bei Championaten, da werden die Eltern, da wird das Umfeld, die werden tierisch nervös auf einmal, da stehen nicht nur einer am Abreiseplatz wie sonst oder 2, da stehen auf einmal 5 oder 6, jeder weiß was, der redet von außen noch rein. Da muss Ruhe sein und die Reiter sind angespannt genug, da müssen wir als Trainer oder als Team drumherum nicht auch noch Unruhe reinbringen, sondern eher versuchen, Ruhe zu behalten, dass alles seinen gewohnten Gang nimmt, dass die früh genug dran sind, dass keine Hektik entsteht, dass die sich in Ruhe auf die Aufgaben vorbereiten. Weniger ist manchmal mehr. Jetzt hat man nicht nur Medaillen errungen, sondern im Endeffekt über das Abschneiden ist dann jetzt natürlich auch der Weg nach Tokio, eben zu den nächsten Olympischen Spielen, auch gesichert. Da gibt es jetzt kleine Veränderungen. Das heißt, da wird er jetzt nicht mehr der Otto Becker jetzt 4 eben auswählen, sondern da ist das erste Mal, dass es eben das mit 3 gestartet werden. Wie steht Otto Becker dazu? Sagt er, meine Güte, ist für uns sowieso kein Problem? Oder war das eine Entscheidung, wo man gesagt hat, meine Güte, die geht uns eigentlich gar nicht so richtig? Wir haben die überhaupt nicht mitgetragen. Also wir sehen bei jedem Nationenpreis, wie spannend das ist. Mhm. Jeder Nationenpreis wird quasi mit dem letzten Ritt entschieden. Und wir haben ganz klar gekämpft für die 4er-Lösung. Aber da konnten wir uns nicht durchsetzen. Die FI hat das so entschieden. Und wir müssen damit leben und wir werden damit leben. Aber grundsätzlich glaube ich, wie gesagt, ich bin auch einer, der auch ein bisschen für Tradition steht. Und gerade unsere Nationenpreise und gerade dann auch eine Olympiade, wir haben so viele, die wirklich für die Nationenpreise noch leben. Unsere Züchter, unsere Mäzene, die Pferdebesitzer, die Reiter, alle, die das Ganze unterstützen, der Verband, das ist alles auf die Nationenpreise auch zugeschnitten. Und ich erhoffe mir da auch von der FEI, dass die diese Serie hochhalten. Das ist, finde ich, die wichtigste Serie, weil alle verschiedenen, ist es ein Ziel, in der Mannschaft zu reiten. Und gerade Olympia, das ist für alle das Allergrößte. Und das zu erhalten, da sehe ich die FEI in der Pflicht.
Da wundere ich manchmal mich schon über Entscheidungen, die da gerade Richtung Nationenpreis oder in dem Fall Richtung Olympia entschieden worden sind. Das mit den vier Reitern ist eine Sache, das werden wir nicht mehr ändern. Was mich genauso umtreibt, ist, dass auf der Olympiade in Zukunft erst die Einzelentscheidung ist und dann das Team. Wir haben doch jetzt wunderbar, auch für uns als Equipe-Chefs oder auch für die Reiter, es geht ein Team, es wird nominiert, man findet sich. Man macht ein Trainingslager, man geht zusammen hin, man kämpft zusammen um eine Mannschaftsmedaille und wer gut ist, qualifiziert sich weiter fürs Einzel. Das ist dann das i-Tüpfelchen und nachher wird es andersrum sein. Nachher kommen erst die Einzelreiter. Ich hoffe, dass da nicht die Egoismen durchkommen, sondern dass auch fürs Team, für die Mannschaft noch was überbleibt. Also ich hätte es mir anders gewünscht, aber wir müssen damit leben und ja, wir werden sehen, wie es geht. Nächstes Jahr in Hagen bei den jungen Reitern auf dem CCO wird es erst einmal das Future System auf Future Champions wird das System getestet mit den drei Reitern. Wir haben das mal eine Zeit lang gehabt bei Nationenpreisen. Das hat sich überhaupt nicht bewährt, deswegen sind wir skeptisch. Aber es hat andere Gründe, es sollen mehr Flaggen, mehr Nationen, mehr Reiter teilnehmen können. Wir müssen es akzeptieren. Die unter den 10 besten Pferden, die wir in Trine gesehen haben bei den Weltreiterspielen, kamen 6 aus deutschen Zuchtgebieten. Also wenn wir jetzt vorhin nicht nur von den Medaillen reden, sondern wenn wir auch die Zucht mal ganz kurz noch mit einbeziehen, auch darüber kann man zufrieden sein, dass auch die deutsche Zucht sich im Endeffekt auf den Weltreiterspielen auch gut verkauft hat. Ja, sehr. Ich denke, du sagst es, es waren ganz viele deutsche Pferde auch in den anderen Disziplinen. Die letzten Jahre haben wir andere Zuchtgebiete aufgeholt. Für mich die Erfolge, um ein bisschen allgemeiner zu sein, auch der letzten Jahrzehnte in Deutschland, beruht auf 3 Säulen. Das ist die Zucht. Das ist unser Ausbildungssystem und das ist unsere Turnierlandschaft, die wir haben. Und in der Zucht hatten wir überall, verlieren wir am Boden, weil die anderen besser werden. Wir sind nach wie vor gut, aber die anderen werden besser, holen auf. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht überholt werden. Aber zum Beispiel unsere Zucht steht im Moment sehr gut da, kann sich überall sehen lassen. Und das hilft uns natürlich auch, dass wir hoffentlich auch immer wieder neue Pferde nachbekommen, die dann hoffentlich im Lande bleiben. Deshalb schließt sich fast so ein bisschen auch schon die nächste Frage an. Was muss man machen? Was ist der Idealweg oder was muss vielleicht auch an Veränderungen gemacht werden, dass wir diesen Stellenwert, jetzt nicht nur Zucht, sondern ganz besonders eben auch im Sport, diesen Stellenwert international weiterhin so halten können? Läuft gut, gar keine Frage, aber was müssen wir machen, dass es auch weiterhin so gut läuft? Ja, wir erleben und nicht nur wir, auch die anderen Nationen, die Starken, die auch züchten oder die, es wird viel verkauft, wenn irgendwo ein gutes Pferd auftaucht, die Angebote sind da und das ist eine Herausforderung, diese Pferde im Land zu halten. Ich glaube, ein Königsweg gibt es nicht. Die Holländer haben einen Fonds gegründet, haben, glaube ich, 10 oder 12 Millionen gesammelt. Das ist am Ende auch, glaube ich, im Spitzensport war nur ein Pferd die letzten Jahre. Also ich glaube, ein Königsweg gibt es nicht. Wir haben Reiter genügend, wir haben gute Reiter, aber uns fehlen die Pferde und wir müssen einfach weiter dran arbeiten. Wir haben es jetzt zum Beispiel bei Simone, ist das Glück, dass das Pferd zur Familie gehört, nicht verkauft wird. Wir haben es geschafft mit Familie Müther, dass eben die Familie Teppel unterstützt, die Pferde bleiben. Wir müssen einfach versuchen, vielleicht braucht man das die letzten Jahre nicht so, weil wir einfach echt richtig gute Besitzer gehabt haben und auch noch haben, die uns unterstützt haben, die dafür gesorgt haben, dass unsere Top-Reiter die Pferde haben. Und da muss ich echt sagen, die verkaufen nicht, die verzichten auf viel bei den Turnieren. Also ich möchte auch an dieser Stelle echt sagen, viele machen einen guten Job, aber ohne unsere Besitzer ginge es nicht. Und an dieser Stelle auch mal danke, dass das so geht. Und wir können das gar nicht genug würdigen, was die eben leisten für unsere Reiter, dass sie überhaupt diese Erfolge haben können. Und wir müssen eben auf die Leute zugehen und wir müssen, genau wie uns gelungen ist mit Mythos und Teppel, vielleicht echt versuchen, noch mehr interessierte Mäzene, Besitzer, die vielleicht ein gutes Pferd haben, die sagen, Mensch, wir investieren, wir kaufen Pferde, wir behalten das Pferd. Wir müssen einfach noch mehr Paare zusammenbringen, die uns erhalten bleiben, sodass wir einfach besser planen und dann auch dadurch besser managen können und nicht immer im Hinterkopf haben müssen, hoppla, das Pferd wird bald verkauft. Die Situation ist gut, die Perspektiven sind auch gut. Gibt es so einen Weg, wo man sagt, meine Güte, das ist so ein Weg, den wir vielleicht auch einfach über die nächsten Jahre dann einschlagen wollen, gerade eben diesen Bereich eben des Mäzenatentums, wie Jugendarbeit, was wir einfach nochmal machen müssen, eine ganz kleine Prognose an Otto Becker für die Zukunft? Die Prognose, wie der Sport sich weiterentwickelt? In Zukunft, ja, das ist schwer. Also wie schon gesagt, im Sport, also auch in der ganzen Turnierlandschaft hat sich
unglaublich was verändert, die letzten 10 Jahre. Und früher, wenn ich zurückdenke, sind ganz viele internationale Reiter nach Deutschland gekommen, wohnen hier, trainierten hier, reiten hier, das ist immer noch, aber nicht mehr in dem Maße. Viele gehen nach Holland, nach Belgien. Und auch die Turnierlandschaft, früher wollten alle in Deutschland reiten, jetzt fangen die deutschen Reiter an und gehen nach Holland und Belgien, weil da ein unheimlich attraktives Angebot ist. Ich glaube, wir brauchen Visionen. Wir sind gut, die Turniere sind gut, wir brauchen uns nicht verstecken, aber wir brauchen auch Visionen, wir brauchen neue Strukturen, wir brauchen neue Turniere, wir brauchen auch einfachere Strukturen manchmal. Wir Deutsche stehen uns ja manchmal selber im Wege, machen es uns unheimlich kompliziert. Das ist in anderen Ländern oft einfacher. Und wir müssen auch, ich habe es vorhin gesagt, für mich ist das die Erfolge der letzten Jahrzehnte 3 Säulen. Und wir haben hier in Deutschland, wir kannten es jedes Jahr, jedes Wochenende gegen die Besten geritten, auch auf einem nationalen Turnier oder auf einem großen nationalen, normalen internationalen Turnier. Es war immer Weltklasse-Niveau. Das hat sich verändert die letzten 5 Jahre. Wenn man heute die Global Champions Tour sieht und unsere 2-3-Sterne-Turniere, da ist mittlerweile ein Riesenunterschied. Das war noch vor 5 Jahren nicht so groß, der Unterschied. Und wir müssen einfach hier attraktive Turniere schaffen, sodass nach wie vor die Ausländer auch gerne zu uns kommen, gerne hier reiten, sodass wir uns immer mit den Besten messen können. Weil das macht dich stark, wenn du jede Woche gegen die Besten reitest. Also ich glaube, das umtreibt mich schon seit ein paar Jahren, dass wir da mehr Visionen haben müssen und auch ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken, um da wirklich attraktive Turniere zu haben. Wie gesagt, ich will gar nicht unsere Veranstalter kritisieren, die sind gut. Aber im Ausland wird schon auch investiert, da geht es weiter. Ja. Otto Becker hatte Visionen, das hat er gesagt, oder hatte Ideen, wie er das umgesetzt hat in den letzten Jahren. Von daher glaube ich, dass sein Input auf jeden Fall auch mit dem allen anderen Kollegen, die um ihn herum sind, bestimmt auch dazu reichen wird, um das weiterhin anzustoßen. So unglaublich viele interessante Sachen und es sind tatsächlich einige Fragen, die ich noch auf meinen Zettel habe, wo der Abend gar nicht mehr auch komplett für reicht, um die alle noch an Otto Becker zu stellen. Deshalb hat unsere Lena mal gesagt, meine Güte, gerade zum Schluss müssen wir einfach ein Speed-Interview einfach führen. Da gibt es nämlich dann gleich schon 2 Möglichkeiten vorgegeben. Und das ist so ein bisschen der Klassiker geworden bei unserem Zugast bei. Und diese Fragen gehen natürlich auch an Otto Becker. Was ist so das Liebste für ihn? Wäre es eigentlich eher Münsterland oder dann doch eher Franken? Nein, mittlerweile Münsterland, ganz klar. Lieber reiten oder ist das Coachen, was ihm doch mehr liegt? Ja, das ist eine gute Frage. Nee, beides, unentschieden. Beides. Ausreiten mit den Kindern oder dann doch das klassische Dressurreiten, um gutes Springreiten zu ermöglichen? Dann lieber ausreiten, wobei das andere ist noch wichtiger. Sind es die Grasplätze oder auch die guten Sandplätze, die Otto Becker? Ganz klar, Grasplatz. Die klassischen großen Grasplätze. Aachen, Calgary. Eine Frage habe ich gleich fast immer gestellt, habe sogar bisher auch immer eine unterschiedliche Antwort bekommen. Oxer oder Steil? Steil. Und als Winzer ist es einfach klar, dass man diese Frage stellt. Und wenn man das Ganze mit Verniedlichungsform macht, dann geht das auch in unserer Situation. Weinchen oder Bierchen? Schon Wein, nicht weil ich Winzer bin, schmeckt mir auch besser. Und auch wenn ein Otto Becker selten, glaube ich, an Urlaub denkt, ist es dann doch eher der Sommerurlaub oder eher der Winterurlaub? Der Winterurlaub. Der Winterurlaub. Schnee. Und er hat einfach auch ein bisschen mehr Zeit, weil dann einfach gar nicht so viele Turniere sind, wo er sich so intensiv dann auch noch um alle kümmern muss. Ich freue mich jetzt erstmal und bedanke mich ganz recht herzlich, dass er wirklich so viel Zeit gefunden hat, um mit uns einfach dieses Thema der Weltreiterspiele, die uns alle so unglaublich toll mitgenommen haben, einfach auch noch mal intensiver aufzurollen, viele Sachen zu erklären, die uns bisher verborgen geblieben sind. Tausend Dank, Otto Becker, dass du Zeit für uns gefunden hast. Danke sehr. Sehr gerne. Vielen Dank. Und Ihnen, meine Damen und Herren, ich hoffe, dass Sie jetzt fleißig Fragen gestellt haben. Dann sind Sie jetzt nämlich im großen Lostopf. Von daraus werden wir jetzt natürlich fleißig ziehen. Otto wird gleich noch den passenden Eimer signieren. Und Sie bleiben natürlich dran, denn auch demnächst heißt es wieder zu Gast bei. Recht herzlichen Dank, dass Sie dabei waren.